Egal wie dreckig euer Zimmer ist, ob da ein, zwei Pfandflaschen in der Ecke liegen, dort eine Chipstüte, da hinten ein paar dreckige Klamotten oder ob da auch ein toter Hamster im Schrank liegt. Nichts, aber wirklich gar nichts kommt an das Zimmer von diesem Typ hier dran. Einige erinnern sich vielleicht an ihn. Ja, richtig, das ist Pau Envy, aka der ekelhafteste Roblox-TikToker der Welt. Und ja, wie man schon merkt und vor allem an seinem Aussehen sieht, der Bre zockt den ganzen Tag Roblox, hat dort drin wahrscheinlich auch seine einzigen Freunde und auch eine Roblox-Freundin. Und deswegen vernachlässigt er alles, was in der echten Welt abgeht. Aber seht selbst. Cleaning my room because a girl's coming over. Guys, I've got a girl coming over and my room's gotta be spotless when she gets here. I don't wanna gross her out. Wie kann man da leben? Und das mit dem, dass ein Girl vorbeikommt, ist der größte Cap aller Zeiten. Das einzige Girl, was zu dir vielleicht reinkommt, ist deine Mutter, um dir zu sagen, dass du stinkst und endlich duschen gehen sollst. Und bleibt unbedingt bis zum Ende dran, dort gibt es sogar noch ein Video mit seiner Mutter. Oh Gott, was sie sich nur dabei denken muss bei ihrem Sohn. Here's the room before, this is the situation outlook. I think it's gotten pretty bad. But we're gonna get this fixed up real quick. Those crunchy socks down there between my dresser and the bed have to go. Crunchy socks? Oh nein! Die Jungs hier wissen ganz genau, wieso die Socken da unten so crunchy sind. Bah! That's no good. If she finds that, then she'll definitely be running. Now, I did finish all these Cokes, these Dr. Peppers. I told you guys I would. I'm taking them down. I drink the old ones. They taste fine. The Starbucks did not look good. I wasn't gonna drink this anymore. I think I'm done buying Starbucks because it molds really quickly, which isn't good for like saving for later. I found a spoon on my floor. I don't even know where this comes from. So I just, my schedule's not been too good. I'm sure you guys understand. Oh Gott, was ist das denn? Wie lebst du? Sogar die Höhlenmenschen vor 200.000 Jahren hatten einen cleaneren Lifestyle als du. Wer weiß, was für neue abgefuckte Krankheiten dort in diesem Zimmer entstehen. Do you guys ever do this? I left this sandwich out and I totally forgot to eat it. Original meine Brotbüchse, wenn ich sie nach den Ferien öffne und bemerke, dass dort seit 6 Wochen etwas drin geschlummert hat. Es ist auch komplett egal, in welcher Verfassung du dich in deinem Leben befindest. Selbst wenn er ultra rich geworden ist durch sein Roblox-Zeug, was ich nicht glaube, weil alle, die Roblox spielen, sind mit 99% Wahrscheinlichkeit absolute Vollloser im Leben. Selbst sowas wäre keine Entschuldigung, dein Zimmer und dein Leben so zu verkacken. Aber ich bin froh, dass er jetzt wenigstens sein Zimmer aufräumt, weil er Mädchenbesuch bekommt. Und ich hoffe, du meinst mit Mädchenbesuch auch ein echtes Mädchen und nicht sowas. We've made a lot of progress. It looks so good. I think she'll be really impressed when she gets here. Because, I mean, like my gaming setup's clean, so when she sits down to like play League with me, I think it's gonna look really good. Bruder, was laberst du? Das Zimmer hat sich kein bisschen verändert. Der ganze Müll liegt immer noch da und auf deinem Teppich ist immer noch dieser Fleck. Was soll daran sauber sein? Du räumst dein Zimmer auf von so zu so. What the f***? Wo ist der Unterschied? Digga, ich will echt nicht wissen, was das ist. Ich frag auch besser nicht nach. Look at this hot dog. While cleaning my room yesterday, you might have seen that I found a rat. Einfach eine Ratte in seinem Zimmer. Was lebt da noch alles drin? At first I was a little scared, but he seemed pretty chill, even though he pooped on me twice. So I decided to buy him a cage. But then I found out online that they need a friend, so I bought him another rat. Aren't they cute? Korrekt, korrekt. Immerhin hat er dem Tier ein Zuhause geholt. Einfach die Ratte lebt besser als der Typ. Der Käfig ist das sauberste am ganzen Zimmer. The desk is kind of filled up. I keep losing roaches on the desk. They'll crawl on and I won't be able to get them and they'll just get away. So that was kind of my wake up call. So I'm gonna start off with this McDonald's bag. That smells really bad, by the way. It was so good fresh though. I found this unopened bag of Doritos, which was a W, but I got these plates. Look how much pizza I eat. Isn't that cool? Hab nur ich das Gefühl oder räumt er sein Zimmer seit 20 Episoden auf und es wird von Mal zu Mal schlimmer? Wie kann er überhaupt noch am Leben sein? Also die Frage stelle ich mir gerade wirklich. Sein Körper muss doch irgendwann mal keinen Bock mehr haben, wenn er 24/7 nur Süßigkeiten und fettige Sachen frisst und wirklich in der Scheiße lebt. Hey, aber die Ränder, die gehen noch. Die sind doch nur 20 Tage alt. I don't really have any carpet cleaner, and I don't want to pay for cleaners, so I know you're supposed to, like, pat stuff down when you first spill it, so I figure if I just get it wet again, I can just dab it then. So I got the stains wet, the big ones, and I'm gonna put the shirt down, and I'm gonna pat it down a little bit, just to try and get some of the staining out.
So I'm gonna let that dry up for a little bit and then I'll move it around and dab some more, maybe some more. Er denkt auch, er ist Magier jetzt. Dort ist einfach so ein Jahrhunderte alter Fleck auf diesem Teppich, der so richtig eingebrannt ist, so richtig ekelhaft. Der hat sich schon reingeätzt in den Teppich. Ja, bisschen Wasser und ein T-Shirt drauf und tada, Fleck weg. Und pack die ekelhaften Dinger aus meiner Sicht raus. Oder zieh dir Socken an, Mann. Ach nee, die Socken wurden ja schon andersweitig benutzt. Roach check. Today I'm going to be counting how many roaches I have in my room. Okay, ja, wahrscheinlich, oder? Das weiß ja jetzt jeder, dass das nur ein Witz ist. Wahrscheinlich wird er jetzt die Kakerlaken in seinem Zimmer zählen. Ist klar, als ob da so viele Kakerlaken sind. But 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There's 8 roaches on that towel. 1, 2 right there. There's another roach right there. And then we got, let's see, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 on this side. Oh, 10 on the top. Or 20. 21, 22, 23. Nein, 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 was? Bruder, bitte sag mir, dass das keine echten Kakerlaken sind. 3, 24, 25. Die krabbeln sogar da lang. Okay, jetzt hört der Spaß auf. Also auf Ernst, es reicht. Ich habe bis jetzt noch gedacht, der Typ spielt vielleicht eine Rolle so für TikTok-Fame. Aber nachdem bin ich mir sicher, dass er wirklich ein absolutes krankes Schwein ist. Bruder, da krabbelt einfach eine Kakerlake auf Casual entlang. Als wäre es was ganz Normales. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. And I'm sure there's more under the bottle cap, so we'll just call it an even 30. 30 Kakerlaken? Willst du mich verarschen? Der hat einfach 30 Kakerlaken in seinem Zimmer. What the fuck? Und falls ihr dachtet, es geht nicht noch verrückter, doch geht es. Er hat unter allen auch noch eine Lieblingskakerlake und geht mit ihr Gassi. Ja, richtig gehört. Er geht Gassi mit einer Kakerlake, als wäre es ein Haustier. Taking my pet roach Albert out for a walk. Ever since I caught Albert crawling around in my room, me and him have just created this beautiful bond. So I got a shoelace from an old shoe and I thought this will work. I tied it around the bottle that I keep him in and now I've got a leash. Me and Albert are ready to go explore the world together. Einfach Albert. Albert der Bree hat den Glücksgriff erwischt. Alle seine Brüder und Schwestern sind qualvoll in der Falle gelandet und er ist der Glückliche, der das neue Haustier der Familie ist. Ich sag dir ehrlich, ich gönne es Albert. And look at him, he's just so excited to go out. I love him so much. We went on a beautiful walk. I really felt we bonded a lot walking together. And then tragedy struck. I don't know how to tell you guys this, but I was taking him out so he could crawl around on my hands and he got away. He didn't even like look back at me or anything. He just left. Albert hat die Chance ergriffen und ist direkt weggerannt. Raus in die Freiheit. Weg von diesem schlimmen Ort. Einfach raus aus der Hölle. Seine Geschwister haben es leider nicht geschafft. Aber immerhin einer. Einer ist besser als keiner. Wenn nicht mal eine Kakerlake bei dir leben will, weil es sogar ihr zu dreckig ist, dann solltest du mal wirklich dein Leben hinterfragen. Der heult einfach, weil seine Kakerlake weggerannt ist. Das kannst du echt keinem erzählen. Das war sein einziger Freund und jetzt ist er weg. Haha. Und die Scheiße mit der Kakerlake hat ihn wirklich mitgenommen. Das hat ihn wirklich durchdrehen lassen. Paar Tage später sehe ich dieses Video. Do you guys think I should crawl like this? Would this be better to crawl on? To like impress people at parties? Or is it more of an army crawl? I don't go to very many parties, so I want to make sure to impress for my first time out. I don't know why I was edging, or why I was just mewing. Now I have skibbity riz like Kai when I'm viewing. With all this phantom tax and level 3 gats trolling in my chat, I can't wait for the dubs when I drop in Ohio. Ich bin mir so sicher, dass er eine Psychose hat. Deswegen lasst immer die Finger von Drogen. Ansonsten endet ihr so. Bro, what the f***? Er macht einfach ein Kakerlaken-Roleplay. Er identifiziert sich als Kakerlake und läuft in seiner Wohnung rum mit einem Kakerlaken-Outfit. Endlich, das 70. Geschlecht wurde gefunden. Kakerlake. Doch egal wie düster es manchmal scheint, egal wie dunkel und aussichtslos die Situation ist, irgendwo ist immer Licht am Ende des Tunnels. Und Gott hat unsere Gebete erhört. Es gibt wirklich doch noch Rettung. I hired maids to come clean my room. As a Roblox streamer, my room gets really messy sometimes. So I decided to finally hire some maids. This is before the cleaning. They even brought their own vacuum. That'll be helpful.
They're already hard at work. She's doing a great job of cleaning my room. Are you ready to see my room clean? And voila, look at this. It's like walking into a brand new house. Also erstens, ja. Nice. Endlich wird das Zimmer mal sauber. Endlich kümmert sich mal jemand drum. Da musste auch wirklich professionelle Hilfe ran, anders ging es nicht mehr. Und zweitens, die Putzfrauen tun mir leid. Die haben nach dem Aufräumen von diesem Zimmer doch ein Trauma und kündigen wahrscheinlich ihren Job. Die werden in diesen paar Stunden in diesem Zimmer so viele abgefuckte Dinge sehen, wie noch nie in ihrem gesamten Leben zuvor. Was müssen die sich denken, wenn sie da diesen geschimmelten Boden sehen? Dieses Essen, diese Kakerlaken und diesen Mauskäfig. Die Arme da hinten sah am Morgen noch so aus. Und so danach am Abend. Die hat Dinge gesehen, die wir uns nicht mal vorstellen können. Wow, also mal abgesehen von den Flecken auf dem Boden, das Zimmer sieht endlich clean aus. Wie neu, wie ein anderes Haus, als wäre er umgezogen. Und jetzt hast du nur eine Aufgabe, lass es sauber. Bitte müll es nicht wieder so zu wie vorher. Bitte, tu uns und dir den Gefallen. Lasst uns doch mal anschauen, wie dieser Typ, dieser Roblox-Streamer, eigentlich so lebt. Weil das interessiert mich wirklich brennend. Ich frage mich, ob diese Menschen eigentlich ein echtes Leben haben, so mit sozialen Kontakten oder Spaß. My morning routine as a Roblox streamer begins right as I wake up. I step out of bed and I jump on my computer so I can get onto my favorite game. Can you guess what it is? That's right. I get straight onto some Roblox. Play a few games, eat some of my leftover breakfast from yesterday. It's better the day after, I promise. Ja, super. Gut. Wieso frage ich auch? Natürlich macht er nichts Normales in seinem Leben. Und Moment mal. Bro, ist das nicht das gleiche Brötchen, das du vor paar Tagen in dein Zimmer wegwerfen wolltest? Oh my god, bro. Oh, hell no, man. Head straight for the bathroom. Brush my teeth, make my teeth sparkly white. Then, if it's a Saturday, I'll shower. Every other day is a skip. My hair looks so good. Today is Saturday. As you can tell. Okay, immerhin putzt er sich die Zähne. Wenigstens eine gute Sache. It literally feels like I'm shaving away my man. Like I'm becoming a woman now. Was labert der für Männlichkeit? Willst du mir sagen, dass dich dieser Bart, also das kann man ja nicht mal Bart nennen, willst du mir sagen, dass dich diese 10 Fusseln an deinem Kind zu einem Mann machen? Und das liegt sicherlich nicht an deinem Bart, dass du aussiehst wie eine Frau. Das liegt ganz einfach an deinen fettigen, ekelhaften, langen Schmalzfäden, die da aus deiner Kopfhaut rauskommen. Falls ihr gerade nicht richtig hingehört habt. Ja, der Bree hat wirklich nur einen Tag in der Woche, an dem er duscht. If it's a Saturday, I'll shower. Every other day is a skip. Boom, I'm now clean, squeaky clean, you could say. I've got my best fit on now for the movie. I'm so ready, I got the suit pants and I got my best button-up shirt. Ja, ihr habt richtig gehört. Er duscht nur an einem Tag in der Woche. Original, ich damals in den Ferien. POV Chest Day? Okay, du gehst also ins Gym, ja? Du bist ein Muskelprotz und hast heute Brusttag, ne? Heute werden wieder die Brustmuskeln zerstört. Gib uns doch mal ein Form-Update. Bro, der Bree geht nicht ins Gym, sondern in Minecraft zu den anderen Skeletten. A day in the life of a Roblox streamer's mom. Und diesmal ist sogar seine Mutter mit dabei. Endlich sehen wir sie mal. Ich muss sagen, seine Mom ist eine miese Milf. Eine miese Baddie. Aber wie kann sie das zulassen, dass ihr Sohn so ein ekelhafter, schwieriger Typ ist? Ich meine, also, sieht die nicht das Zimmer? Sieht sie ihn nicht? A day in the life of a Roblox streamer's mom. Or at least that's what this video was supposed to be. But then she started asking me about rent money, and I don't want to pay rent. Like, my room's not even that large. It can't be that expensive for me to live here. I got these VR base stations, and I can hardly even play VR because my room's not big enough. Ist das dein Ernst? Das ist alles, was deine Mutter jetzt zu sagen hat. Das ist alles, das war alles, was sie zu dir zu sagen hat und deine Situation. Sie findet es nicht irgendwie komisch, dass dein Zimmer so aussieht wie der Müllplatz in meinem Dorf, wo 20.000 Menschen ihren Abfall hinschmeißen. Bruder, einfach ein kurzer Lacher in die Kamera und mehr nicht? Das war's? Ihr ist es komplett egal? Ich glaube, die ganze Familie ist voll mit Psychopathen. Wenigstens hat er jetzt einen halbwegs normalen Haarschnitt. Aber das Zimmer ist einfach wieder vermüllt. Das war's dann auch wieder. Noch ein, zwei Tage und die Kakerlaken feiern auch wieder ihr Comeback. Ich lass es jetzt auch. Ich hab die Hoffnung verloren. Lass dein Zimmer so voll pestet und hab deinen Spaß da drin, aber lass mich damit bitte in Ruhe. Und bitte versuch es in deinem Haus zu lassen. Bitte versuch nicht, dass diese ekelhafte, mattige Scheiße an die Öffentlichkeit kommt. Naja, Freunde, wenn's euch gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und schickt es euren Freunden, Familien und Haustieren. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Peace out, ihr Bitch.